Moin an alle Freunde des Betrugs am Telefon. Mein Name ist Callcenter Crusher und im heutigen Video geht es trotz der verschiedenen Werbeplattformen am Ende immer um dieselbe Firma. Mal wieder die Gala Gruppe, der ich vor langer Zeit schon ein Video gewidmet habe. Viel Spaß mit den neuen und alten Schandtaten dieser Betrüger. Jetzt kommt das Intro und danach geht's los. Hallo? Hallo? Ja, begrüße Sie, Herr Rispelsberger. Wie geht's Ihnen? Danke, wer ist denn da bitte? Mein Name ist Jung. Ich habe gesehen, dass Sie sich da registriert haben bei uns und ich rufe Sie diesbezüglich an. Ich Ja. hätte vorhin ein paar Fragen, Herr Rispelsberger. Haben Sie bereits Trainingserfahrung? Haben Sie schon mal was online gemacht? Ich habe öfter mal online gekauft, aber das spielt ja keine Rolle. Ja, ist kein Problem, nur einfach so wie Ihre Erfahrung so war. Haben Sie da Erfolgs oder Indizes, Aktien, mit was haben Sie gehandelt oder Krypto auch? Ich habe nicht gehandelt, Währungen? ich habe gesagt, ich habe was online gekauft. Ach so, gekauft. Ja, das tut jeder heutzutage, online kaufen. Nee, nicht jeder. Insbesondere die meisten. Insbesondere, wo als mit Corona, als es angefangen hat, dann starke Geschäft war online, alles online. Ja, gut. Und seitdem geht es sehr gut, das Online-Geschäft. Haben Sie schon ge gehandelt einmal oder noch nicht? Ist es Nee, Neuland für Sie? ich sagte doch, ich habe nur online gekauft, ich habe nicht gehandelt. Nicht gehandelt. Alles klar. Also, das ist Oilprofi, das ist eine Software, das funktioniert vollautomatisch. Okay? Sie Ja. kriegen Ihre Zugangsdaten, können beobachten genau, wie das geht, wie Sie Profit machen. Natürlich kann passieren auch, dass ein paar Trades daneben gehen. Ja, es ist nicht 100% alles im Gewinn natürlich. Ja, aber wichtig ist, dass Sie am Ende des Monats im Plus geschlossen haben, also Gewinn gemacht haben. Okay, und wie viel kann man da Können jetzt gewinnen? mal. Es ist unterschiedlich. Ja, also mit der. Ist hier je nach wie viel, also was für ein Konto man hat. Ja, also natürlich, es ist so, wie wenn Sie ein Geschäft haben, wenn Sie Ware im Wert vom 1000 Euro haben, machen Sie dementsprechend Umsatz. Wenn Sie Ware im Wert von 100.000 Euro haben, machen Sie auch natürlich ein anderes Umsatz. Ja, aber jetzt, wenn Sie mit wie viel möchten Sie denn starten? Mit Nein, das geht. Minimum Ich 250? habe ja nicht nach dem Umsatz gefragt, ich habe nach dem Gewinn gefragt. Wie viel Gewinn, circa Gewinnquote ist 70, 80%? 70 bis 80% Gewinn. Ja, Gewinnquote, ja, also das heißt, circa vom 10 Trades gehen vielleicht 7 im Gewinn und die restliche kann sein, dass 3 daneben gehen. So Ja gut, ungefähr, ja. aber ja, ich habe ja gefragt, wie viel Gewinne ma ich machen kann. Circa 25%. Aha, 25%, okay. Gut. Und wie funktioniert das nun? Wie das funktioniert, Sie kriegen also, welchen Paket möchten Sie zuerst einmal, Herr Rispelsberger? Ja, richtig, das. Ich schicke Ihnen, machen Sie eine Überweisung, eine Banküberweisung oder möchten Sie da mit Kreditkarte zahlen? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich Weil weiß dann, ja. damit ich Ihnen weiß, was ich Ihnen schicken soll, soll ich Ihnen unsere Bankdaten schicken oder eher Ja, schicken Sie mir einfach zeigen, mal die wie man. Bankdaten. Genau. Okay, mache ich jetzt. Vorhin hätte ich ein paar Fragen an Sie, Herr Rieselberger. Ihren Alter bitte. Mein Alter, das geht Sie doch gar Ja. nichts an. Möchten Sie mir lernen? Ich brauche Ihr Geburtsdatum dann sozusagen. Nee, das werde ich Ihnen nicht verraten. Ich kenne Sie doch gar nicht. Kennen Sie mich nicht? Alles klar. Also ich sage Ihnen jetzt, sobald Sie eine Zahlung bei uns machen, ja, wenn Sie jetzt, nehmen wir an, mit Kreditkarte oder egal auch mit Banküberweisung einzahlen, müssen Sie Ihren Ausweis schicken, damit wir Sie verifizieren. Wenn jetzt, wir haben Kunden, die haben mit der falschen Karte eingezahlt, das Geld wurde an denen retourniert, weil wir arbeiten so nicht. Ja, also es ist Ich schon sagte doch, seriös. dass ich per Überweisung zahlen will und nicht per Überweisung Karte. auch trotzdem, da müssen Sie mir auch Ihren Ausweis schicken, damit wir Sie verifizieren. Und wenn Sie das nicht machen, dann sage ich Ihnen jetzt gleich Schade um Ihre Zeit und um meine Zeit, Herr Ja gut. Spielsberger. Also wir sind hier, um Geld zu verdienen, nicht um so. Wenn Sie, es ist einer, Sie müssen sich ausweisen bei uns. Ja, Ja, Sie natürlich. müssen sich Das geht ja verifizieren. in Deutschland allgemein über das Postident-Verfahren. Ja.
Ja, genau. Also Sie müssen dann am Ende Ihren Ausweis trotzdem schicken. Nein, Also wenn Sie jetzt nein, sagen. deswegen braucht man, hat man ja das Postident-Verfahren. Das kennen Sie nicht? Bei uns ist es so, dass man sich verifizieren muss. Ja, das sage ich ja, über das Postident-Verfahren. Okay. Ich schicke Ihnen jetzt gleich meine Kontaktdaten, eine E-Mail. Ja, mit den Bankdaten. Genau, mit wie viel möchten Sie denn gern starten, Herr Ach, Siegfried? das weiß ich noch nicht so genau. Muss ich Kein das jetzt Problem. Sie müssen sich entscheiden? natürlich, nein, müssen Sie nicht jetzt entscheiden. Sie müssen sich Naja. natürlich wohlfühlen bei Ihren Investitionen. Ja, also es muss Ihnen, jetzt einmal zum Austesten zu sehen, wie das funktioniert. Die Ergebnisse, sind Sie zufrieden? 1, 2, 3 Tage, passt alles mit dem Umsatz? Ja, Sie sehen, dass es funktioniert, können Sie weitermachen. Wenn nicht, können Sie natürlich eine Auszahlung beantragen, kriegen Ihr Geld binnen 3 bis 5 Werktage retourniert und die Sache hat sich, es ist nichts passiert. Ja, Sie haben keine Bindung, Ihr Konto kann nicht ins Minus gehen. Ja, Sie haben jederzeit Zugriff auf das Geld, was Sie eingezahlt haben. Das ist Ihr Geld. Sie bezahlen nicht für die Software, sondern für die Leistung. Okay, Okay. das ist Ihr Geld und Sie können jederzeit haben Sie Zugriff auf das Geld, was Sie einzahlen. Ja, okay, gut, okay. Okay. Ja, dann warte ich jetzt einfach mal auf Ihre E-Mail und dann genau. Ja, dann wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mir dann kurz Nee, zurückschreiben. das können Sie mir direkt schicken. Ich kann ja direkt auf meine E-Mail Aha. zugreifen. Okay, dann mache ich das jetzt sofort. Ja. Kein Problem. So, jetzt bald bin ich soweit. Das ist gut. So, schauen Sie, ob Sie das bekommen, ob Sie es erhalten haben. Bis jetzt noch nicht. Nee, ist noch nichts da. Noch nichts da? Nee. Moment, Ihre E-Mail-Adresse lautet Siegfried.Rieselsberger. Berger, ja? Da habe ich Ja. ja richtig immer. Okay. Müssten Sie eigentlich schon da sein, also Nee, ist von noch mir, von nichts meiner da. Seite aus. Ist noch nichts da. Tun Sie vielleicht noch mal ein Reloading. Ja, ich aktualisiere. Ist noch nichts da. Also Ah, ich habe so, vielleicht dieses Ende. jetzt ist was da. Jetzt ist was da, okay. Ja, okay. So, Ihre Firma ist wie galagruppe.com. Ah Gala ja, Gruppe, genau. okay. Und ist das eine erfahrene Firma? Wie lange sind Sie schon am Markt? Schon ziemlich lang. Ich Jetzt kein Projekt nebenan. verstehe Sie gerade nicht. Hallo. Jo. Ja, hören Sie mich jetzt Jetzt plötzlich? geht's wieder, ja. Ich weiß nicht, was Sie Ja, mit Ihrem. wir sind circa 7 Jahre sind wir, sagen wir, schon im Markt. Aha, okay. Das ist, ja gut, okay. Das ist ja schon mal schön. Gut, also, und das ist die Also, Gala. Sie können über uns reden, ist kein Problem, alles. Und dann, bevor Sie investieren, natürlich. Ja, also, Sie müssen natürlich ein gutes Gefühl haben. Ich empfehle so natürlich am Anfang klein anfangen, um zu sehen, einfach wie das funktioniert. Ja, und wenn Sie zufrieden sind, gerne können wir weitermachen. Wenn nicht, dann ist nichts passiert. Ja. Ja, gut, okay. Diese Gala-Gruppe, von wo sind ist wo ist Ihre Firma? Sitz ist in Österreich, in Wien, in der Ah ja. Biedermanngasse. Ah ja, in Wien, okay. Naja, gut, dann schauen wir mal. In Wien, dann ist die Frage, Augenblick, ich sehe gerade, ich sehe. Warum wir eine Brüsseler Bank haben? Ja, zum Beispiel. Ja, das ist kein Problem. Also natürlich ist uns wichtig, ja. Sie wissen, in der Bank gibt es hohe Spesen. Ja, und sobald also man eine Auszahlung beantragt, sobald ein Kunde eine Auszahlung beantragt und sind dann gebunden mit hohen Spesen,
ärgert sich der Kunde natürlich, und wir haben da bei Wieso? dieser Was, Bank welche Spesen denn bitte? ja. Bei Bankauszahlung gibt es keine Spesen. Ja, aber wenn Sie die Gewinne auszahlen, also es geht alles mit den Bitcoin, ja. Da gibt's, da werden Spesen genommen dann bei der Auszahlung. Was sind denn Spesen? Spesen kenne ich sonst nur, wenn man Ja. verreist, als zum Beispiel als LKW-Fahrer bekommt man Spesen, wenn man Spesen ist das was ganz was anderes. Sie meinen irgendwelche Steuern oder was meinen Sie? Nein, Spesen, Bankspesen. Bankspesen, also Ja. naja, gut, okay. Ja, und deswegen haben Sie eine Bank. Deswegen haben wir haben wir eine Brüsseler Bank. Dort haben wir die besten Konditionen halt, und ja, es funktioniert sehr gut mit denen. Ja gut, als österreichische Es ist eine, Firma. es ist eine, es ist eine, es ist eine normale EU-Standardüberweisung. Ja, also es ist. Ja gut, aber der Punkt ist ja nun, dass Sie eine österreichische Firma sind und eine Bank in Brüssel haben. Naja gut, okay. Es ist nun mal so, das ist also, das Ja. sind, ja, die haben da gute Konditionen halt dort bei der Bank. Dann habe ich noch eine Frage. Sie sagten, wie alt ist Ihre Firma? 7 Jahre. 7 Jahre. Ist ein bisschen seltsam, weil ich habe gerade gesehen, dass ihre Domain gerade mal 56 Tage alt ist. Wie gibt es das? Bitte? Wie meinen Ich sage Ihre Domain, Ihre Webseitenadresse, galagruppe.com, ist gerade mal 56 Tage alt. das? Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Ja, das weiß ich aber. Ich sehe es doch hier. Schauen. Ja, ich schaue ja gerade. Ich sage Ihnen, wie lange ich da in der Firma bin, ja. Ja, das mag. Aber Ihre Webseite ist erst am 1.12.2022 registriert worden. Wie erklären Sie mir das? Das weiß ich nicht, was Sie da meinen, Herr Siegfried. Schauen Sie, Sie müssen nicht bei uns Nein, investieren, wenn Sie wollen. Rispelsberger ist mein Name und nicht Herr Siegfried. Rispelsberger, kein Problem, Rispelsberger, ja. Wenn Sie nicht, es ist Ihre Entscheidung, also Sie müssen ja nicht investieren. Wenn Sie sich unsicher sind, Ja, also das ist Ihre Sache. natürlich werde ich unsicher, wenn mir jemand sagt, die Firma ist so und so alt und dann ist sie erst 56 Tage alt, die Domain. Und das kann man ja einwandfrei überprüfen. Nach dem Domain, sagt nicht über das Firma, wie lang das Firma ist. Ja, doch natürlich. Eine Firma erstellt eine Webseite, sobald sie gegründet ist. Und ihre ist jetzt erst 56 Tage alt. Das kann sein, dass man noch eine neue Webseite gemacht hat. Das ist warum, warum man macht eine Firma. erneuert jedes Mal eine Webseite. Ja, Nein, also nein, nein. es gibt Nicht nur. erneuert, sondern das ist eine komplette neue Webseite. Erneuern heißt ja aktualisieren. Schauen Sie, Herr Mercedes. Rispelsberger, ich sage Ihnen, ich habe wirklich nicht so viel Zeit. Wenn Sie Ja, kein okay. Interesse haben, ist es kein Problem. Es ist Nee, alles bei ganz okay. Betrügern zahle ich kein Geld ein. Nein. Na, wir sind keine Betrüger, Doch, Herr sind Sie ja Rispelsberger, schon. ja. Dann, okay, sagen wir doch einfach mal, wo sind Sie denn reguliert und registriert? Schauen Sie, Herr Ja, Rispelsberger, ich mache wünsche ich Ihnen, gerne. schauen Sie, Sie müssen nicht, ich habe gesagt, Sie Können Sie müssen da mir nicht investieren nicht wollen. sagen? Okay? Ah ja, okay, dann sind Sie ein Betrüger. Wenn Sie mir das nicht sagen können, dann sind Sie ein Betrüger. Okay, wenn Sie das so sagen, wenn Sie das so hören möchten, dann ist es Nö, Ihre ich Sache. möchte Ja, das wir sind nicht. keine Betrüger, wir sind seriöse Broker. Ja, Ja, und dann ich habe beweisen Sie keine mir doch das Zertifizierung. Gegenteil. Beweisen Sie mir doch einfach das Herr Gegenteil. Rispelsberger, Können Sie nicht, ne? schauen Sie, Sie können Ja, mal einen ich Test, schaue Sie ja, können ich mal schaue ja. testen. Wir reden jetzt von einem kleinen Betrag, testen Sie uns. Wenn Sie zufrieden sind, Nein, machen Sie ganz weiter. Wenn bestimmt nicht, nicht. Wenn machen Sie wir ein eine Betrüger Auszahlung. sind und nicht reguliert sind, werde ich mit Sicherheit kein Geld bei Ihnen einzahlen. Sie können ja einfach sagen, okay, da und da sind wir reguliert und dann kann ich das gerne machen. Aber Sie können es mir ja nicht sagen. Sie können ja einfach meine Zweifel entkräften, indem Sie sagen, wo Sie reguliert sind. Herr Rieselsberger, Sie, wie gesagt, Sie Ja, wie müssen gesagt, nicht investieren. Sie können das einfach entkräften.
Wollen Sie nicht? Okay, alles klar, dann weiß ich, dass damit irgendwas nicht stimmt mit Ihrer komischen Webseite. Jede normale und seriöse Firma sagt mir auf Nachfrage, wo sie reguliert sind. Ihre Firma macht das nicht. Okay, was soll ich dann davon halten? Können Sie mir ja erklären. Sie, wie gesagt, Sie müssen nicht Ja, investieren, wenn Sie nicht wie möchten. gesagt, Sie können es mir erklären. Sie können es mir aber scheinbar nicht erklären. Es ist mir klar, dass ich Wir nicht können. einzahlen muss. Natürlich. Und wenn Sie mir nicht erklären können, warum Ihre Webseite zum Beispiel erst 56 Tage alt ist oder warum Sie mir keine Regulationsbehörde nennen, dann werde ich mit Sicherheit nicht bei Ihnen einzahlen. Ist klar, ist ja mein Kein Geld. Problem. Kein Problem. Natürlich, es ist Ihre Also Entscheidung. kann ich nur davon ausgehen, dass Sie eine Betrügerfirma sind. Wieso die Sind wir vielen nicht, hundert? sind Ja, wir doch, nicht, aber und deswegen doch, doch müssen. sind Sie, doch sind Sie. Jede seriöse Firma würde mir das nennen. Sie können es nicht, Sie wollen es nicht, also sind Sie eine Betrügerfirma. Ich So. wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Sigrid. Ich darf das Aha, nicht anhören also können. habe ich recht. Okay, Sie sind eine Betrügerfirma. Okay. Sie haben nicht Kein recht. Problem. Sie haben Doch, nicht doch, recht. habe ich, hundertprozentig. Alles Jede klar. seriöse Firma würde mir das sagen. Sie sagen es Gut, nicht, also sind Sie nicht seriös. Sehr ich schön. wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Ja, den wünsche ich mir Rechtsberger, ja? auch, Ihnen allerdings nicht als Betrüger. Betrüger wünsche ich keinen schönen Tag. Vielen Ja, haben Sie sonst noch was zu sagen? Hallo? Hallo? Ja, guten Tag, Herr Rogenborn. Was ist Sie? Philipp Reh zum Apparat Crypto Office. Sie haben sich vor einer Stunde an unserer Werbung angemeldet. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Super. Deswegen rufe ich Sie zurück an, um das Konto zu aktivieren. Meine erste Frage, ob Sie schon mal in Kryptowährungen investiert haben oder überhaupt gar nichts. Erstes Mal für Sie. Nee, Kryptowährung habe ich noch nicht gemacht. Habe ich verstanden. Sowieso bei uns, man braucht gar keine Erfahrung. Alles läuft ganz automatisch. Ja. Und erste 7 Tage ist eine Probezeit. Ja. Das heißt, Sie müssen gar nichts zu machen. Erste 7 Tage, Sie beobachten das Konto und mit jeder Betrag bekommen Sie einen kleinen Bonus dazu, damit wir erste 7 Tage mit das Bonus bearbeiten können. In Okay, Ordnung? ja, ist okay. Super. Meine Frage, haben Sie schon mal eine Erfahrung in Kryptowährungen oder überhaupt erstes Mal für Sie? Das habe ich Ihnen doch vorhin schon beantwortet, die Frage. Aha. Haben Sie das nicht Ja, verstanden? gut. Nein, habe ich schon verstanden, dass Sie haben noch keine Erfahrung, aber ich habe gesehen. Andere Worte, ich meine, dass ob Sie selber gehandelt. Aber ich glaube auch nein, kein Problem. Sowieso bei uns alles automatisch ist. Mit wie viel müssen Sie einsteigen oder soll ich Ihnen auch beraten, wie das geht bei uns? Ja, können Sie mir erstmal erklären, wie das bei Ihnen funktioniert? Gerne. Einfach, Sie konnten unser System testen mit 250 Euro. Bekommen Sie 50 Euro dazu, erste als Anfang, weil einmalige Zahlung ist. Und erste Woche, wie gesagt, wir arbeiten mit dem Bonus. Also 0% Risiko auf Ihre Summe. Und weil einmalige Zahlung ist ab 500 Euro, bekommen Sie 50% dazu. Bonus. Also mit 1000 Euro bekommen Sie noch 500 Euro dazu. Ist Ihre eigene Entscheidung, mit welchem Paket möchten Nur Sie das ist ja einsteigen? nett, dass ich das selber entscheiden kann. Ja, auf jeden Fall. Ist Ihre Entscheidung, welches Ziel müssen Sie erreichen und so weiter. Bitte gehen Sie zu Ihrer E-Mail, Herr Roggenborn. Zu meiner E-Mail, was ist da? Sende ich Ihnen gleich. Ja. Schicke ich Ihnen unsere Daten, alles. Moment bitte. Sie müssen eine neue E-Mail von Philipp Rietz bekommen. Gleich. Dann schicken Sie mal Moment, ich habe los. das noch nicht. Also, wollen Sie das Konto aktivieren oder nein? Ja, erstmal wichtig. Ja, schicken Sie erstmal die E-Mail. Ich möchte ja natürlich auch etwas über Also, Ihre ich Firma habe für wissen. Sie. Ja, auf jeden Fall. Sie haben schon jetzt gleich, Sie bekommen unsere alle Daten, wo unser Büro ist und wo unsere Website, den Gala-Gruppe. Also,
Auch da liegt vor uns unsere Bankdaten. Wenn Sie das Konto aktivieren möchten, tätigen Sie den Sofortüberweisung von 250 oder 500. Ist Ihre Entscheidung und die Überweisung, Bestätigung als Foto zurücksenden an meine E-Mail. Mhm, okay. Bitte teilen Sie mir Ihre Geburtsdatum erstmal. Wozu jetzt das Geburtsdatum? Um das Paket zu aktivieren. Möchten Sie das Konto aktivieren, oder? Ja, na gut, erstmal möchte ich gerne ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Also habe ich schon Ihnen alles erklärt. Sie haben schon unsere Seite. Was? Ich verstehe Sie leider nicht. Kein Problem. Sehen Sie meine E-Mail, besuchen Sie unsere Website und schreiben Sie mir eine E-Mail. Nee, schönen Tag noch. Es ist doch gar keine E-Mail da. Hallo. Haben Sie schon das geschickt? Nein, es ist vielleicht noch kein. Nein, es ist keine E-Mail da. Dann es muss kommen. Kein Problem. Okay, na gut. Dann warten wir auf die E-Mail. Hallo? Ja, einen schönen guten Tag, Herr Rügenbrom. Ja, wer ist da bitte? Ja. Ich grüße Sie, mein Name ist Jung, ich rufe an von der Gala-Gruppe. Ich sehe, dass der Kollege schon mit Ihnen gesprochen hat heute. Ich bin von der Finanzabteilung. Sie wollten ein Konto öffnen bei uns. Es geht um das General Kripo Overs Automatikhandelssystem. Das sagt mir jetzt nicht. Wie hieß das? Also, es geht um das Kryptomarkt. Also Sie wollten da ein Konto öffnen bei uns. Ja, Sie haben doch gerade noch irgendwas gesagt. Haben Sie einen Lautsprecher an? Nein. Doch, haben Sie. Ich höre es. Ich höre es doch. Ich höre mich selber bei Ihnen. Dann ist was mit der Verbindung. Ich habe keinen Lautsprecher. Ja, gut, dann rufen Sie an, wenn Sie Ihre Verbindung in die Reihe gekriegt haben. So kann man nicht telefonieren. Also Sie hören mich doppelt sprechen? Nein, ich höre mich doppelt bei Ihnen. Aha, okay, gut, dann versuche ich es halt nochmal. Gut? Okay. Bis gleich, tschüss. Jo. Hallo? Ja, ist jetzt besser? Ja, jetzt ist es besser. Na wunderbar, Herr Rügenbrunn. Zuerst einmal einen schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Rügenbrunn, Sie haben sich da interessiert für das Krypto-Automatik-Handelssystem. Ja, grundsätzlich für Krypto, ja, das ist richtig. Alles klar, ja. Okay, also dann sind Sie bei uns richtig, das ist zuerst einmal. Ja. Herr Rügenbrunn, haben Sie bereits Tradingserfahrung? Haben Sie schon mal was online gemacht mit Krypto? Ich habe online nicht, mit Krypto nicht, nein. Nein, nicht. Also ist komplett Neuland für Sie. Das ist richtig. Alles klar, ist kein Problem. Also das ist vollautomatisch. Ja, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, auch alleine zu handeln. Ja, mit Hilfe vom Handelsexperten. Also je nach wie Sie, was besser für Sie geeignet ist, nach zeitmäßig. Ja, wir haben viele Kunden, sie haben angefangen mit dieser Software, aber haben dann doch entschieden, alleine zu handeln. Ja, weil da kann man mehr erreichen. Mhm, okay. Man weiß genau, zu welcher Zeit man handelt. Man arbeitet mit dem Wirtschaftskalender zusammen, investing.com. Ja, und man sieht dann genau, welche Ereignisse da in den Markt einsteigt, weil das hat einen starken Einfluss im Markt. Ja, also das Wirtschaftskalender arbeitet man eigentlich damit und die Ergebnisse sind halt viel anders. Ja, okay. Wenn man das mit dem Broker macht. Ja, okay. Nennen Sie mir mal Ihren Alter, das brauchen wir für dich. Also Sie müssen sowieso, Sie müssen sich verifizieren bei uns mit einem Ausweis. Also, ja, das ist klar. Also ich bin über 18, ich darf schon handeln. Alles klar, Sie sind über 18. Okay, das ist dann kein Problem. Was machen Sie denn beruflich? Das geht sich jetzt erstmal noch nichts an. Um Politiker auszuschließen. Ja, Politiker bin ich nicht. Aber warum dürfen Politiker nicht handeln bei Ihnen? Das ist so vom Gesetz her. Welches Gesetz ist das? Das ist wegen der Steuer. Das ist ein Gesetz wegen der Steuer, so viel, deswegen. Die verdienen so viel Geld und die müssen nicht noch mehr Geld machen. Das Gesetz ist mir nicht bekannt. Aber dann sagen Sie mir doch einfach mal, welches das Gesetz ist. Das würde ich gerne mal wissen, wie das heißt. Ich weiß das Gesetz auch nicht selber, aber ich weiß, dass Politiker werden da nicht bei uns, also dürfen nicht überall allgemein nicht handeln. Die,
Politiker dürfen allgemein nichts mit Krypto handeln. Habe ich Sie da richtig verstanden? Genau. Ja gut, und aber wo, das muss ja dann irgendwo stehen. Wenn Sie sagen, das ist Gesetz. Hallo. Es ist ja. Ja. Also das sind bei uns ist es so, also wir dürfen keine Politiker bei uns annehmen. Bei Ihnen. Das heißt, das ist Ihre Firmenregel. Genau. Und nicht, weil Sie sagten Gesetz. Aber das ist auch beim anderen Broker auch so. Also die ja gut, aber dann ist es ja kein Gesetz. Dann ist es ja kein Gesetz. Kein Gesetz. Ja, gut, ist halt, okay. Ja. Okay, gut. Also, Herr Regenbogen, möchten wir weitermachen, oder? Ja, natürlich. Ist es schlimm, wenn ich dann frage, warum irgendetwas irgendwie ist? Stört Sie das schon? Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht, Herr Regenbogen. Na, das Sie können ist doch ruhig schön. Fragen. Wir sind hier, um Fragen zu beantworten. Sie müssen natürlich ein gutes Gefühl haben, wenn Sie bei einem Broker einsteigen, wenn Sie was investieren, ja. Aber da fällt mir gerade. Da fällt mir gerade mal eine Frage ein, weil Sie handeln ja auch mit Kryptos. Das habe ich mich schon immer gefragt. Können Sie mir erklären, was die Blockchain ist? Noch einmal? Können Sie mir erklären, was die Blockchain ist? Ja, ist alles, was mit Krypto zu tun hat. Ach, alles, was mit Kryptowährungen. Mit Kryptowährungen, ja. Alles, was mit Blockchain, was mit Kryptowährung zu tun hat, ist dann die Blockchain. Genau. Okay, gut. Sehr schön. Gut, so, wie geht's dann jetzt weiter? Mit welchem Betrag möchten Sie denn starten? Erstmal möchte ich was über Ihre Firma wissen. Ich frage doch nicht gleich. Ja, über Ihre Firma, genau. Dann schicke ich Ihnen mal ein E-Mail. Ja, können Sie mir das nicht sagen? Können Sie mir das nicht sagen, was Sie über Ihre Firma? Ich habe Sie doch gerade am Telefon. Ist doch viel schneller. Was möchten Sie denn wissen über die Firma? Zum Beispiel, wo sitzt Ihre Firma? Wir sind in Österreich. In Österreich. In der Biedermann-Gasse, ja. Ah ja, okay. Und wie heißt Ihre Firma nochmal? Dann kann ich ja schon mal auf die Webseite gucken. Das ist die Gala-Gruppe. Gala. In der Biedermann-Gasse. Ja, erstmal würde ich ja den Namen. Gala-Gruppe, ein Wort? Gala extra geschrieben. Gala-Gruppe. Aha. Gruppe. Und dann die Endung ist DE oder AT? .com. Ah ja, das ist Österreich hat ja, na gut, okay. Also komm. Okay, das ist Ihre Firma. Okay. Und Sie sind eine alte eingebrachte Firma oder wie lange sind Sie, existieren Sie schon am Markt? Seit 2 Jahren. Oh, das ist noch nicht so lange. Genau. Das ist noch nicht so lange. Nee, tatsächlich. Gut, und der Sitz ist in Österreich. Wo sind Sie dann reguliert? Weil das müssen Sie ja auch irgendwo sein. Als Investmentdienstleister. Bei der BaFin. Genau. Die BaFin ist für Österreich doch gar nicht zuständig. Das heißt. Bitte? Hallo? 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 Was soll denn sowas? Hallo? Sie wollen nicht mit mir telefonieren? Okay, dann lege ich auf. Hallo? Hallo? Das ist Sie wieder, Herr Roggenborn. Philipp Ried zum Apparat. Ja? Haben Sie schon meine E-Mail bekommen? Nee, habe ich nicht. Vielleicht steht in den Spam-Ordner, haben Sie auch den Spam-Ordner kontrolliert? Ja, ist noch keine E-Mail da.
Was haben Sie denn da für eine E-Mail-Adresse? Ja, sagen Sie mal. Genau. Richard.Rockenbröhm. Rügenbröhm. E-Mail. Rügenbröhm. Etwas? Brum, M am Ende. Brum, M am Ende wie Martha. Richtig? Ja, richtig. Und weiter? @mdz.email. Ja, ist richtig. Und Drogenbrum. Den Brum geschrieben mit OE oder nur den O? Also, der Nachname fängt an mit Richard, Udo, Emil, Gustav, Emil, Nordpol, Bertha, Richard, Otto, Emil, Martha. Ist schon voll richtig. Ich werde das nochmal senden. Moment, vielleicht gibt es einen Fehler. Sekunde. Ja, habe ich das jetzt nochmal gerade gesendet? Aktualisieren Ihre Posteingang bitte jetzt nochmal. Ja, mache ich gerade. Und raus ist er.